Hallo, wir sind Connect2 und heute sind wir am Bahnsteig in Linz, weil wir nämlich nach München fahren, auf ein Konzert und ein bisschen shoppen und so, und dabei wollen wir euch gerne mitnehmen. Wie kalt ist es? So kalt! So kalt! Bitte mach einen Bauchtanz. Ja, du, das ist okay. Wir dürfen den Zug nicht stören. Nein, wir stören ihn nicht. Nicht, dass der jetzt dazu macht. Geht bitte vor. Weltuntergang. Es ist so, ja gut, jetzt sieht man nicht besonders viel, aber es ist total nebelig und wir hoffen, dass es in München dann etwas besser wird, obwohl wir so warm angezogen sind. Sogar Schnee. Hilfe. Jetzt nicht mehr. Und da ist Ende April. Jetzt scheint sogar die Sonne. Wieder. Hoffentlich bleibt es so. Wir sind gerade umgestiegen im Plattling. Plattling? Irgendwo nach Passau. Im Nirgendwo. Die haben nicht mal eine elektronische Anzeige. Aber jetzt sind wir im richtigen Zug. Mhm, haben es geschafft. Fahren jetzt nach München. So, jetzt sind wir auf der Suche nach unserem Hotel. Ist nicht ganz so einfach. Aber nachdem das in der Nähe vom Karlsplatz ist. Und da vorne. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da vorne ist der Karlsplatz. Ist dir also, sicher? Schätze mal, dass wir gleich da sind. Sicher? Ich hoffe, wir sind gleich da. Ich muss aufs Klo. Wir haben unser Hotel gefunden. Und es heißt Buddy Hotel. Buddy! Zimmer 216. Schauen wir mal, ob meine kommt. Ja. Ja. Und das ist ziemlich klein. Aber, also bis auf das, dass es so klein ist, sehr klein, finde ich es gar nicht so blöd eigentlich. Also sehr modern. Sehr klein. Also, wir haben uns noch was Kleines gegönnt. Kleine Nachspeise. Wir hatten gerade die grandiose Idee, in die Fotobox zu gehen und Fotos zu machen. Und haben statt 5 Euro 6 Euro bezahlt und haben so hübsche Fotos bekommen. Sind sie nicht schön? Wunderschön. Haben wir extra für eine ganz besondere Freundin gemacht. Also du bist... Ja, und wen? Für Simone. So, jetzt sind wir eine Kleinigkeit essen. In der Augustiner Bierhalle. Und natürlich haben wir sie halt gefrühstückt. Für das sind wir da. Weißt du dann? Oh.
Hallo, wir sind's wieder. Und wir sind jetzt mittlerweile im Hotelzimmer wieder und haben uns schon, wie ihr sehen könnt, vorbereitet für das Konzert, auf das wir jetzt gehen. Nämlich Counterfeit. Ich weiß nicht, spricht man das überhaupt so aus? Ich glaube schon. Falls nicht, das tut uns sehr leid. Ich denke mal, dass von euch nicht viele diese Band kennen werden. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wer sie kennt, schreibt das in die Kommentare. Ja, sonst verlinken wir euch einfach einen Link. Ein Video. Und da gehen wir jetzt hin und natürlich nehmen wir euch da mit. Mit. Euch. Ja. Möchtest du noch etwas erzählen? Nein. Wie war dein Tag? Essen. Voller Essen. Viel zu viel gegessen haben wir. Nicht viel geshoppt. Doch du. Ich schon. Sie nicht. Das reicht doch. Wenn einer von uns schon. Wir haben uns diese super coolen Blumenkränze gekauft. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich wette, haben sie schon gesehen. Ja. Dann, das war's und wir sehen uns dann gleich wieder am Konzert. It's been a little while now since I last saw your face, and I'm hoping that in death that you have found a better place. I still think about your childhood and the future you did waste. I guess you felt you don't belong here, and that haunts me every day. Heute ist ein neuer Tag. Tag 2. Das Konzert gestern war voll cool. Und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Das Frühstück war so toll. Es war so toll. Ja. So toll. Ich habe ein Spiegelei erwartet. Und Schinken und Käse und... Wir wurden... Müsli. Enttäuscht. Es gab... Brötchen. Ohne irgendwas. Nur Brötchen. Brötchen. Nur Brötchen. Und den Kaffee kann man hier nicht trinken. Und der Kaffee war absolut nicht gut. Ich zeig euch den. Das ist einfach... Was ist das für eine Kapsel? Das ist keine Kapsel, das ist... Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man nicht trinken. Schmeckt er auch dementsprechend nicht besonders gut. Wie Spülwasser. Genau. Wie Spülwasser. Und ja. Ja, jetzt haben wir es zum Marienplatz geschafft. Endlich. Und blöderweise Schnee regnet es jetzt. Den ganzen Tag. Schon fast. Immer. Ja, aber wir sind jetzt da. Und ich habe deftige Lippen. Schön. Da müssen wir kurz zoomen auf die deftigen Lippen.
So, jetzt zeigen wir euch nur den Marienplatz. Ja. Hallo. Hallo. Wir überlegen gerade, was wir jetzt essen möchten. Wir waren uns ja schon fast sicher, dass wir zu Pommesfreunde gehen. Pommesfreunde. Dann waren wir bei Lind. Rezzolina. Rezzolina. Panini. Pizza. Pizza Panini. Dean und David. Dean und David. Boah, die haben einen Smoothie. Dean und David. Pommesfreunde stecken einfach voll. Ich mag doch keine Pommes. Yes. Okay. Also wir haben uns jetzt für die Pommes entschieden. Die dicken Freunde. Und mit ein paar Soßen und so. Und die essen wir jetzt. So. Es schneit. Es schneit. Furchtbar. Ich weiß jetzt nicht, ob man das... Ja, man sieht es, glaube ich, ganz gut. Dicke, fette Flocken. Hallo, wir sitzen immer noch am Hauptbahnhof. Warum? Weil die Deutsche Bahn so kompetent ist. Mhm. So einen kompetenten Mitarbeiter habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Deswegen müssen wir euch die Szene jetzt nachspielen. Hallo, da steht jetzt, dass der Zug nach Wien irgendwie 50 Minuten Verspätung hat und kurz vorher ist noch 15 Minuten gestanden. Jetzt wollte ich fragen, was stimmt da jetzt genau? Wie lange müssen wir jetzt noch warten? Der Zug hat 50 Minuten Verspätung. Ah, okay. Und warum hat der jetzt so lange Verspätung? Weil der verspätet ist. Ah, okay. Wo fahren Sie hin? Nach Linz? Ja, dann nehmen Sie den Zug, weil der geht direkt nach Linz. Was sollen wir dazu noch sagen? So war das. So kompetent, so wahnsinnig kompetent. Ja. Und jetzt warten wir. Noch 50 Minuten. Ja. Und deswegen haben wir uns jetzt eine Pizza gekauft. Wir haben es geschafft. Also der Spruch. Der könnte von dem deutschen Bahnmitarbeiter sein. Und der auch. Ich glaube, der hat einen Zweitjob. Der hat mal Schlauer Sprüche. Ja. Sprücheklopfer. Das war's. Wichtige Info am Rande. Also wir sind jetzt gleich da. In gute 18 Minuten. Gott sei Dank haben wir es endlich geschafft. Ich war nicht so optimistisch, jetzt kann noch viel passieren. Nachdem wir eben jetzt dann da sind, werden wir sich jetzt verabschieden. Müssen wir das? Müssen wir das wirklich? Tschüss. Heute zeigen wir euch die DIY für einen wunderbaren Dutt. Messi-Band. Das ist bei einer etwas interessanten Frau aus München. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das hat noch ziemlich schlimm ausgesehen. Tada!